Bewohner, dann hab ich das. Ihr dürft heute nicht im Penny einkaufen. Was? Warum? Schaut auf den Monitor. Ich hab da jemanden für euch. Patricia. Ja, safe. Es ist ein Promi. Ah, der ist uns einkaufen geht. Wer ist das wohl? Nehmt Platz. Achso, das macht jemand anderes. Ah, okay. Heute, haben wir heute noch drüber geredet? Ja, das ist noch Thema gewesen. Kauft nur richtig Rotze, Schnaps und so ein Scheiß. Ja. Dann kill ich den. Ja. Das ist mein Mann! Nein! Ich glaube doch, das ist mein Mann. Ehrlich? Will doch keinen das Fall. Ist mein Mann. Hat der solche Schuhe? Ja. Ehrlich? Sollte seit einem Jahr fast reinigen bringen. Ja, so sehen die auch aus. Wirklich? Ja. Ey, was? Bist du nicht dein Ernst? Er ist hier, ne? Ich hatte heute die Lara, er ist hier 2 Meter von dir entfernt. Der steht da drin. Oh mein Gott! So nah und doch so fern. Ja. Ach, du, die anderen. Schau mal, falls das, weil ich sollte die Schuhe. Warte. Der bringt bestimmt den Einkauf hier rein. Hoffentlich hat er heute geguckt. Ja, das ist, glaube ich, mein Mann. Waschbrettbauch schon mal. Einmal. Guck hoch. Wie gemein. Ja, das ist ein Mann. Oh Gott, ist das gemein. Den kenne ich ja sogar. Also meiner ist es nicht. Erkennst du ihn denn? Also das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann, ja. Oh mein Gott. Max, gib ihm. Die Lara ist so nah und doch so fern. Ist hier. Ich gehe heute mit. Ich gehe heute rein. Oh, ein bisschen vermisst. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, ich bin jetzt. Entschuldigung. Ich hab gesagt, doch, ich hab einen hübschen Mann, ne? Max, willkommen im Penny. Dankeschön, hallo. Deine Frau hat ein Ohr für dich. Willst du ihr was sagen? Na klar. Hallo, mein Schatz. Schöne Grüße von nebenan. Ich wollte sagen, ich vermisse dich, ich liebe dich und ich sorge heute dafür, dass ihr mal was Richtiges zu essen bekommt. Und mach dir bitte keine Sorgen. Du machst das richtig gut hier. Zu Hause ist alles gut. Ich habe alles im Griff und zu Hause wartet sowieso nur der Umzug. Deswegen lass dir noch ein bisschen Zeit, bleib hier, zieh's weiter so durch. Ich bin unheimlich stolz und wir sehen uns bald zu Hause. Alles klar. Max, jetzt wird eingekauft. Wir sind ja hier im Penny. Korrekt. Du stehst gleich die komplette Spielzeit über auf dem Platz. 2x45 Sekunden. Endlich mal wieder. Dabei steht dir ein Budget von 20 Euro zur Verfügung. Okay. Pass jetzt gut auf. Wir machen einen Testkauf. Ja. Nimm ein Produkt, sage, was es ist und scanne es an der Kasse. Nutella. Jetzt ist es gekauft. Möchtest du ein Produkt stornieren, musst du auf den Mülleimer neben dem Produktnamen drücken und bestätigen. Okay, verstanden. Genau so. Jetzt ist der Artikel storniert. Perfekt. Nutella zurücklegen. Hab ich schon. Alles klar. Beim Startsignal hast du jeweils 45 Sekunden Zeit zum Einkaufen. Dazwischen ist die Halbzeitpause. Okay. Du kaufst einen Artikel, indem du ihn in die Hand nimmst, jedes Mal laut seinen Namen sagst und dann einscannst. Ja. Du darfst immer nur einen Artikel aus dem Regal nehmen. Verstanden. Wenn du dein Budget von 20 Euro überschreitest, musst du einen Artikel, so wie eben, stornieren. Ja. Alles verstanden? Alles verstanden. Dann mach dich bereit und warte auf den Anpfiff. Spaghetti! Nochmal Spaghetti. Ketchup. Toast. Ähm,
Tomaten. Bohnen. Oh, das ging schnell. Eier. Die Zeit ist um Halbzeit. Okay. Das war schon mal gut. Eier. Wir brauchen immer Eier. Korrekt. Mach dich bereit für die zweite Halbzeit. Bist du noch fit? Ich bin noch fit, ja. Geht gerade noch. Alles klar. Dann warte auf den Anpfiff. Speisequark. Oh Gott. Mayonnaise. Butter. Gouda. Keine Ahnung. Prinzenrolle. Und ein bisschen was Süßes. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Big Brother, ich habe eine Bitte. Das geht auf mich. Ein Sekt und eine Red Bull. Dankeschön. Danke. Die Zeit ist um. Red Bull raus. Sekt ist okay. Okay. Schade. Dankeschön. Warte dort erstmal und warte auf weitere Anweisungen. Vielen Dank. Jetzt guck rüber, einfach mal sehen. Den Einkauf. Ja, natürlich bringt er den Einkauf. Nee, das glaube ich auch nicht. Doch, klar bringt er das raus. Ach so, deswegen dürfen wir vielleicht auch nicht raus. Deswegen durften wir da bestimmt auch nicht gucken oder so. Ich freue mich, dass du ihn gesehen hast. Ich würde ihn gerne umarmen. Ey, ist einfach hier gegenüber, wie krass das ist, ne? Scheiße, Mann. Ich ärgere das voll, dass ich dir nur diesen einen Stein bekommen habe. Was ist Scheiß auf den Stein? Das ist völlig uninteressant. Geht um den Lass deine Einkäufe stehen und verlasse den Penny so, wie du gekommen bist. Alles klar, danke. Ciao, ciao. Die Lara flitzt in den Penny und schnappt dir die Einkäufe. Beeil dich. Natur. Naja, aber ey, wir können Toast und Butter essen. Aber ich Bescheid noch nicht essen. Den hat er on top geholt. Warte mal. Jetzt gibt's ein Spiel oder was? Bring doch was. 20. Hat der Nutella? Nee, ne? Nein, leider nein, hat er vergessen. Das hat er ja nicht, der war nur der Probe gekauft. Pass auf, jetzt müssen wir doch wieder am Ende der Grenzen. Als wir denn, ne? Ja, ich auch, ganz ehrlich. Aber das ist scheißegal jetzt. Allein, dass er nach Köln gekommen ist. So guck mal, wie süß. Und es ist alles gut. Ich war auch gerührt. Und er hat auch gesagt, du machst dich gut. Ich glaub, also er hat nicht gesagt, du bist peinlich. Nee. Komm bitte nicht mehr. Oder reiß dich zusammen oder irgendwas. Nein, gar nicht. Gut. Ja. Der sah richtig stolz aus. Und der hat auch fast. Gold, ja. Der musste auch kämpfen, dass er nicht keine. Ja. Das ist aber auch gemein, ne? Sorry, Leute. Ja. Das ist schon. Da noch reinschicken, so in der Hoffnung. Weil er ist halt meine Schwäche, ne? Aber vielleicht kommt er seinen Geruch gerochen oder so. Das musst du jetzt als Ansporn sehen. Ja. Nochmal richtig Gas geben.
Mein Name ist Dominik Stuckmann und ich bin bei der aktuellen Promi Big Brother Staffel 2023 mit dabei. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt die ersten 30 Minuten kostenlos auf Join anschauen. Es gibt einen 24-Stunden-Livestream und ich glaube, es wird sehr wild. Ich würde es euch empfehlen.